So, herzlich willkommen zu Folge 4 von Mindset Corbettin. Ja, ich werde das Wort immer falsch aussprechen. Es ist Teil meiner Biografie. Es gibt aber auch echt Wörter im Englischen, die sind einfach nur scheiße. Ich meine, bis ich das Wort successfully einmal richtig ausgesprochen habe, das hat Jahre gedauert, ja. Ich meine, guckt euch mal das Wort successfully an im Englischen und versucht es dann mal, ich meine, klar, die es aussprechen können, können es aussprechen, klar. Aber es war ein harter Weg dahin. So, wenn wir ein bisschen mehr Licht hier machen. Oha, gleich nächste Eisen gefunden. Alter, hier gibt es so viel Eisen. Das war die letzte Fackel. Eigentlich ist klar, wir sollten noch mal ein bisschen Kohle abbauen, damit wir so viel Fackel wie wir hier verbrauchen. So, kommt jetzt hier noch Eisen oder war es das erstmal? Gut, scheint es gewesen zu sein. Guck ich mal hier oben lang, hier war auch Eisen. Ja, okay, gut. Dann gehen wir erstmal wieder raus und gucken mal weiter. So, die angesprochene Kohle hätten wir damit auch. Na, Zinn brauchen wir eigentlich gerade nicht, ne? Da haben wir schon einmal, genau, und mehr brauchen. Aber es hat hier kommen. Nehmen wir gleich einmal komplett mit. Dann brauchen wir demnächst nicht mehr gucken, ob wir genug haben, sondern haben wir kein bisschen Vorrat. Ach, sieh jetzt hier. Dann werden wir gleich belohnt und kriegen noch ein bisschen Eisen. Ist doch geil. Abgehärteter Bergarbeiter. Wow. Digga, bin ich voll abgehärtet? Schlage ich meinen Kopf gegen Wand? Tut nicht mehr weh. Voila, happy pipi. Ja, also den Zinn hier abzubauen hat sich echt gelohnt. LOL. Ist ja. Ja, wer hat hier rumgestört, als ich den Zinn abgebaut habe? Das ist da warum, ne? Da wird gerade ganz schön dunkel hier. Jetzt nochmal ein bisschen Licht. Licht. Und da ist noch mehr Eisen. Mal ein bisschen hochgehen hier. Nein, mein erster Hack ist tot. Na, war's das schon? Na gut, reicht doch. War ja eine ganze Menge. So, gehen wir mal hier weiter. Und ja, die Fackeln lasse ich erstmal, weil so reich bestückt wie die Höhle ist, da wir wahrscheinlich noch ein paar Mal reingehen. Und da sehe ich anhand der Hacke mindestens wohl schon mal war. Und wenn wir dann irgendwann mal der Höhle komplett in den Rücken kehren, kann ich die Fackeln dann ja immer noch mal abbauen. So, okay. Gleich mal die nächste Fuhre reinschmeißen. So, wo ist denn die das? Ne, hier ist auch noch ein. Ah.
So, jetzt einmal hier. Da geht es ja auch noch weiter, oder? Oh ja, da geht es auch noch weiter. Halleluja. So viele Wege. Oh Mann, ey. Das kann heiter werden. Also hier mit der Höhle haben wir echt was Gutes gefunden. Das kann man schon mal so sagen. Dankeschön. So, dann gehen wir mal weiter. Fangen wir mal mit der Seite hier an. Klar, und ich verlasse mal die Tiefe. Wow. Ja, doch ein bisschen dunkel. Mal hier noch eine Fackel hin. Und hier noch eine. Boah, Alter. Also wir sind echt definitiv tiefer als ich dachte. Auf jeden Fall fällt da nichts runter. Hä? Was ist denn da los? Hä? Wie ist das gerade eben nicht runtergefallen? Verstehe ich nicht. Gut, wenn wir gerade schon mal hier sind, dann werde ich die Gunst der Stunde gleich mal nutzen. Mal ein bisschen. Komm, weg da. Ich würde hier gerne auch alles abbauen. Das Problem ist nur, damit zerstöre ich mir jetzt gerade meinen Weg. So. Oh, ich mache einen neuen Weg. Easy. Was hast du sagen? Und die Schlüssel? Genau, ich wollte eine Schaufel bauen. Du kommst weg, du kommst dahin, dann brauche ich nochmal eine Schippe. Den ganzen Kladderadatsch tue ich schon mal in meine Tasche. Easy. Okay, Schippe. Da. Jetzt mal ein bisschen Licht machen hier. So, nein, damit. Ich dachte echt, eine Eisenschippe ist ein bisschen schneller. Aber Gravel abzubauen dauert halt echt einfach immer ewig. Ach, geht das. Fertig. Sehr schön. War zum Glück nicht allzu viel. Denn das wäre mir selbst im All zu viel. Du lässt grüßen. So, ist auch noch Kupfer. Alles so dunkel hier immer. Okay. Also hier in dem Bereich sind nur, finde ich, so die großen Schwaden. Also vereinzelt. Spitzhacke ist weg. Ah ne, das war ja schon mal eine zweite. Komm ich da hoch? Ja. Gut, hier scheint es soweit erstmal ruhig zu sein. Was so andere Mineralien angeht, brauchen wir hier nochmal einen Durchbruch. So.
Also mit Kohle wird man echt überschwemmt. Ne? Also, das ist ja schon nice. Da ist auch Eisen. Gott. Jetzt machen wir das Auslöschen hier. Bop. Und Bop. Hallo? Danke. Ich bleibe erstmal hier. Okay, ich baue jetzt mal hier einen Ofen hin. Was ist mein Ofen? Der ist. Ja, den Ofen gar nicht mitgenommen. Hole ich den? Nein. Ich brauche einfach schnell einen neuen. Das geht definitiv schneller. So. Ich brauche noch viermal Eisen. Dann halt nicht. Gut, kann ich einfach mal so rein. Beziehungsweise, wir können es auch anders machen. Wir haben 34 Eisen. Das heißt also, ich mache 32 draus. Schmeiß die da rein. Beziehungsweise schmeiß erstmal viermal Zinn rein. Bam. Bam. So, dann drehen wir jetzt erstmal die 4 Zinn. Und dann die 32 Kupfer, dann können wir daraus genau unsere 36 Bronzebarren machen. Machen wir schon ein bisschen Bronze für die nächsten Werkzeuge. Ich würde mich jetzt ungern gleich das gesamte Eisen für Werkzeuge verschwenden. Und dann schmeißen wir nachher gleich das ganze Eisen rein. Keine Monster hier zum Glück. Was ein bisschen seltsam ist, dass hier so extrem wenig los ist, monstertechnisch. Aber ist natürlich jetzt so für zum Spiel natürlich vorteilhaft, ganz klar. Das kann man schon zugeben, wie es ist, ne? Frischer Kaffee am Morgen. Das tut gut. Okay. Komm mal rein. Immer schön gucken, dass hier auf Fried keine Monster sind. Weil so ein Dungeon Master, der macht einem ganz gleich komplett tot. Wobei wir auch mal was essen sollten. Wow, 86. Knallt doch ein kleines X davor. Und ihr seid King. Na, komm mal rein. So, einen lasse ich noch drinnen. Okay, dann haben wir jetzt erstmal hier Bam. Bam, Bam, Bam. Hey, Quatsch halt, nein. Das da. Yay! Bronze! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ach, was brauche ich eigentlich? Lala, gibt es hier auch so was? Ja. Bam, Bam. Da kommen wir jetzt. So. Sehr schön, Bronze. Ist doch nice. So, du bist bald fertig, hoffe ich. Ist aber schon über 30 Eisen. Das ist doch definitiv geil. Nice. Gefällt mir. Okay. Gucken wir schon mal die Richtung hier weiter. Oh, achso. Doch, ist zu Ende. Eisen. Jetzt kommt Sand auch noch. Ich wollte doch ficken. Ja, ist ja gut jetzt. Alter, wer hat den ganzen Sand bestellt? Jetzt ist das Gesamt relativ schnell weg. Manchmal sind wir voll? Nee, sind wir nicht. Ja. Was kommt mal? Aber kann sein, dass der Server wieder ein bisschen hängt? Nö, Server geht's gut. Ist einfach nur der Sand ein bisschen blöd hier.
Okay. Das soll schon gewesen sein mit Sand? Mit Sand, klar. Mit Eisen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Na gut, was können wir doch? Schade eigentlich. Gut, hier ist auch nichts. Gehen wir mal in die Richtung hier weiter. Wow. Ist ja hier so ein richtig ausgeschlagener Tunnel, der genau in einer Frucht ist. Ist zwar total unnatürlich, sieht aber irgendwie trotzdem immer stylisch aus. Ist hier drunter was? Ne, gut, dann schlage ich dich mal kurz ab. Easy. Ja, mit den Steinen in der Hand kann man sehr gut Eisen abbauen, habe ich gehört. Ist eines der Grundgesetze bei Minecraft-Test. So, okay. Jetzt läuft mir hier doch noch ein bisschen mehr aus. Okay, gut. Wollte passen. So, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal doch wieder... Achso, habe ich doch. Die ist nur im falschen Slot. Da bitte hin, Dankeschön. Du kommst noch da. Oh, so passt das. So. Ich bin es nämlich gewohnt, meine Tastatur blind zu bedienen und daher habe ich praktisch schon bestimmte Tastenkombinationen im Blut. Und das ist halt bei mir immer auf 1 das Schwert, auf 2 die Axt. Und so kann ich halt immer relativ schnell, wenn ein Monster kommt, einfach aus Reflex schon die 1 drücken, bumm, und habe mal instant mein Schwert in der Hand. Und wenn ich halt was sehe, dann drücke ich halt instant auf die 2. Brauche halt nicht immer welche Tasten suchen, weil ich praktisch meine Tastatur insoweit bei den wichtigsten Sachen blind bedienen kann. Das ist natürlich ganz geil. Lass ich erstmal. Erstmal gucken, ob wir hier alles haben. Ich habe auch schon wieder nirgends in die Tiefe gegraben. Fällt mir gerade auf. Warum baut man, wenn man redet beim Arbeiten, immer Scheiße? So, hier vorne war noch Eisen. So, mal hier ein bisschen rumgraben. Doch, drin ist ein. Hätte ich beinahe nicht gesehen bei der Dunkelheit hier. Oh. Seht ihr, man wird immer belohnt. Oder zumindest öfters mal. Es lohnt sich also definitiv. Aha. Da geht's auch schon weiter. Weiter auf der Leiter. Aber dafür fühlt sich doch so an, als wenn die Bronze-Spitzhacke tatsächlich langsamer ist als die Eisenspitzhacke. Ich dachte immer bisher, die sind beide gleich schnell. Okay. Okay. So, ein bisschen Kohle abbauen und der Rechte hat nichts Eisen gefunden. Genau aus dem Grund habe ich früher, also als ich angefangen habe mit meinem Test, habe ich immer quasi komplette Räume abgebaut. Ich weiß gar nicht, hatte ich euch meine alte Map schon mal gezeigt gehabt? Glaube ja. Ich habe früher wirklich immer so eine riesigen quadratischen Blöcke in das Erdreich geschlagen.
Sobald ich irgendwo ein bisschen Kupfer gefunden habe oder eine kleine Höhle gefunden habe, direkt komplett ausgehöhlt in einem riesigen rechteckigen Block. Erstens ist dadurch eine relativ geile Struktur entstanden. Das sah halt aus wie so eine technische Untergrundbasis. Und vor allen Dingen halt, man hat da extrem viele Mineralien gefunden. Aber das Problem ist halt, sowas auszubauen dauert dann auch halt immer relativ lange. Weswegen das für ein Let's Play nicht ganz so geeignet ist. Hier kann man höchstens mal so in die weitere Richtung sich vorkloppen. Aber so komplett aushöhlen, ich glaube mal, das würde hier zu zeitintensiv sein. Man sieht da jetzt schon, wir brauchen hier für Dirtbissen, sind schon quasi zwei Folgen dran beschäftigt. Ja. Und das soll natürlich nicht das gesamte Gehalt des Let's Plays sein, hier die ganze Zeit nur in der Höhle rumzudaggeln. Wobei ich gerade echt überlege, ob wir zumindest diese vier Folgen jetzt erstmal in der Höhle bleiben sollten. Oder ob wir tatsächlich einfach mal komplett rausrennen. Und dann in den nächsten zwei Folgen wieder oberirdisch ein bisschen rumhantieren. Auf jeden Fall würde ich mir diese Fläche hier irgendwie mal ein bisschen markieren. Also diese Höhle. Oh, wäre schon ganz geil. So, da war Ende. Und hier war aber noch was, ne? Hier war noch so ein kleiner Gang, den wir noch bisher ausgelassen hatten. Den gehe ich mal da nochmal schnell hin. Genau, da hinten. Da drin. Und Kupfer. Wow, ganz schön viel hier. Ich sag's dir, wir müssen schon. Ach du Scheiße. Boah, Alter. Weil ich gerade keinen Bezugspunkt hatte, dachte ich gerade, ich bin extrem tief gefallen, aber bin ich gar nicht. Ey, Schreck lass nach. Gut, wir sind erstmal. Ja, komm, erst. Ich baue es mal hier der Reihenfolge nach ab. Heißt also erstmal du. Welche Reihenfolge, Ronny? Willst du jetzt einen Ständer alphabetisch sortieren oder was? So, da ist Feierabend. Da ist Feierabend. So, dann kommt jetzt das hier dran. Dann das hier. Wobei das natürlich das das Abgraben in den Seitenbereichen. Fördert natürlich auch eine Menge Stein zutage. Das heißt also eben, man hat auch relativ schnell Platzprobleme. Wir haben zwar jetzt mittlerweile eine Tasche, aber die ist ja auch schon wieder fast voll. Wobei geht tatsächlich. Oh doch, geht noch. Da ist noch genug Platz. Wisst ihr, war auf jeden Fall gut, dass wir unsere Tasche gebaut haben. Sonst hätten wir schon längst aufhören dürfen oder irgendwas wegschmeißen müssen. Und ich meine, klar, Steine kann man relativ, ja, gut wegschmeißen, ohne jetzt dabei gleich ein Trauma zu bekommen. Aber, es ist halt doch schöner, wenn man sich die Sachen halt aufheben kann, ne? Ich meine, man hat damit, dafür immerhin Werkzeuge verbraucht. So, das haben wir jetzt hier auch. Oh, Eisen. Den Ofen schon wieder stehen lassen. Ah, fuck off. Komm, das hast du. Jawohl. So, ich setze aber hier mal eine Fackel hin. Einfach mal, weil ich. Ja, perfekt. Digga, first try. Nice. Jetzt bin ich stolz auf mich. Dabei auch noch Eisen.
Komm, na, scheiße. Hier ist Sand, hier unten ist nichts, ne? Gut, okay, dann lasse ich den Sand einfach mal fallen. Tada! Gut. Alter, ich sollte jetzt mal erstmal ausleuchten. Erstens wegen weil Monster und zweitens damit ich weiß, wo ich weniger rumtun sollte, wegen weil Runterfallgefahr. Ich denke mal, das ist sicherheitstechnisch schon eine gute Idee. So, Axt in die Hand und jetzt ab die Post hier. Okay, gut. Gutchen, achso, jetzt machen wir jetzt was. Da würde ich mal sagen, dann war es jetzt erstmal mit der Folge. Dann gehen wir mal in der nächsten Folge dann wieder an die Oberfläche und ja. Werden dann erstmal wieder ein bisschen weitermachen obenrum. Das heißt also, gucken, was wir innerhalb unseres Hauses noch machen können, ausstattungstechnisch. Vor allen Dingen aber unsere Felder abernten, die dürften mittlerweile auch wieder fertig sein. Ja, okay, haben wir alles. Sehr schön. Und dann, ja, werde ich dann in der vierten Folge ankündigen. Es gibt nämlich etwas zu verkündigen. Aber das dann in der vierten Folge. In dem Sinne, für die Folge erstmal schau. Mit V.